Hier sieht man, wie zwei Jünglinge mit ihrem Finger twirlen und dadurch ein Tornado entsteht. 1000 Menschen sind gestorben. Ist das nicht wunderbar? Oh, was ich dir wohl für einen Spitznamen gebe, wenn ich nachts mit dir... Oh, Bruder, falscher Film. Friends, was geht und willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Schwert auf unserem Kanal. Ja, wir sind in Claw City angekommen. Das sollte, denke ich, der vierte Orden sein. Welche Mons auf uns hier warten? Ich weiß es nicht. Ich predikte ja, wie gesagt, immer noch Drache, weil wir eine Drachenstatue gesehen haben. Bitte aber nicht spoilern in den Kommentaren, sollten wir halt in dieser Folge die Arena nicht betreten oder so. Ich weiß wirklich tatsächlich nichts vom Game, außer halt das offizielle etc. pp. Aber ich denke, das ist schon bekannt. Also, let's go, würde ich mal sagen, oder? Let's go. Liga-Präsident Rosé, gestatten Sie mir, Ihnen Bericht zu erstatten. What? Ist das irgendwie... Okay, Meine Mission, Wunschsterne und Orden zusammen, schreitet reibungslos voran. Das ist erfreulich, Bittis. Nur weiter so. Vergiss nie, dass du deine Empfehlung für die Arena-Challenge Präsident Rosé verdankst. Wenn ich ihnen genug Wunschsterne bringe, können sie endlich das Problem lösen, das sie so belastet, nicht wahr, Herr Liga-Präsident? Also ist doch der Präsident, der Bösewicht mit ihrer R2-D2-Dame und Bittis, der... Keine Ahnung, wahrscheinlich mit 17 schon so aussieht wie 58 mit seinen Haaren. Nimmt man das Haarlockungs-Oma-Syndrom. Kenne ich. Sehr bekannt. Mein Beileid, Bruder. Oh, hier geht es nicht um ein privates Problem, Jüngchen. Das nur mich betrifft. Es geht um die Zukunft Galas. Und Gala braucht nicht nur Wunschsterne, Gala braucht auch einen starken Trainer. Ein Trainer, der dem Champ an Stärke ebenbürtig ist. Mit Verlaub. Was ist Verlaub? What? Ich lese das Wort zum allerersten Mal und höre es auch zum allerersten Mal. Verlaub. Ich kenne sowas wie mit Vergnügen. Vielleicht ist das dasselbe. Egal. Mit Verlaub, Liga-Präsident Rosé. Einen der beiden Günstlinge des Champs habe ich bereits in die Knie gezwungen. Der Kampf ließ keinen Zweifel an meiner Überlegenheit. Und den Champ kann und werde ich ebenfalls bezwingen. Warten Sie es nur ab. Oh, das ist Musik in meinen Ohren. Genau solch eine Leidenschaft. Wettkampf wollen die Leute bei der Arena Challenge sehen. Bittis, es gibt da etwas, was ich mit dir besprechen muss. Wenn du mir kurz folgen würdest, komm rauf. In mein Zimmer, Brudi. Da geht es dann. Okay. Na, Mimso? Ich hoffe, du hast gerade gut zugehört. Wunschsterne sind rätselhafte Steine, die unter anderem die Grundlage für die Technologie hinter den Dynamax-Bändern bilden. Aber man kann mit ihnen noch mehr anstellen, als nur Pokémon riesengroß werden zu lassen. In ihnen stecken nämlich auch gewaltige Mengen an Energie. Wow. Also jetzt kommt wieder der 12-Jährige mir raus, aber durch die Anspielung von eben gerade auf das Wunschsterne werden, was hat er gesagt, riesig groß und stahlhart oder so und da steckt eine Menge Energie in sie. Also, ja gut, ne? Ja gut, okay. Wenn das deine Neugier erweckt hat, sollten wir gleich mal zusammen im Stadion vorbeischauen. Ich will dir dort mehr über die Energieversorgung der Galar-Region erzählen. Bitte folg mir. Oh, jetzt machen wir Backtracking, sein Vater. Okay, I guess. Klar, warum nicht? In die anderen Häuser werde ich wahrscheinlich dann, wenn wir hier fertig sind, nochmal reinschauen und gucken, ob wir ein paar TMs verpasst haben oder irgendwelche Items. Oh, das sieht cool aus hier. Das ist alles so ritterlich gehalten. Das ist cool. Ich feiere diese Stadt. Dieses... Gebäude fungiert nicht nur als Stadion, sondern auch als Energiewerk. Lass uns zusammen einen Blick auf mein Tablett hier werfen. Da stehen alle wichtigen Infos. Ah ja,
Was geht da eigentlich mit seiner dreieckigen Knoblauchnase ab? Lul. Hier ist ein einfachen, hier ist in einfachen Worten erklärt, wie das Energiewerk funktioniert. Ja. Okay. Der Turm des Claw City Stadions absorbiert Energie und liefert die an die Stadt. Diese wird dann im unterirdischen Energiewerk in Strom für die gesamte Galar-Region umgewandelt. Die gesamte Galar-Region? Ich dachte die Stadt, Bruder. Okay. Wir alle verbrauchen täglich Energie, um unseren Alltag zu bestreiten. Um zwar Energie in den unterschiedlichsten Formen, Elektrizität, Gas, Wasser. Meine Teams arbeiten rund um die Uhr daran, den Bürgern Galas mit Hilfe der Energie, der Wunschträume, das Leben zu erleichtern. Dann ist er der Chef der ganzen Industrie-Kack-Dinger. Dann hat er ja seine Mitarbeiter beauftragt, immer Leute abzuziehen am Telefon, oder? Also, Bruder, du wirst mir nicht sympathischer gerade. Also, das ist ein bisschen kritisch. Was hat er außerdem da für ein Band an seinem Knöchel? Und er hat schon wieder keine Hose an. Was ist schief mit dir? Das fällt mir erst jetzt auf. Was ist schief mit dir, Mann? Oh, ich würde ja gerne noch ein bisschen weiter plaudern, aber die Pflicht ruft. Ich mache mich besser auf den Weg, bevor ich wieder Ärger mit Olivia bekomme. Ich würde vorschlagen, dass du als nächstes zur Schatzkammer gehst. Sie liegt in Richtung von Route 6. Also kommen wir doch noch woanders hin, bevor wir in die Arena können. Oder können wir direkt in die Arena? Ich kann ja mal fragen, ob es der Fall ist. So, Uniformladen. Ja, der Uniformladen ist eh größter Scam. Hier gibt's geile Trikots, die kann man aber nicht anlegen. Nee, bin nicht mehr so der Fan davon. Jetzt habt ihr Pech gehabt, so. Pokébälle haben wir tatsächlich nicht mehr so viele. Und Geld haben wir auch viel verloren durch den, sag ich mal, das war ja bei euch gestern durch den gestrigen Shopping-Einkauf, ne? Ja, da müssen wir auf jeden Fall in nächster Zeit wieder richtig Kohle scheffeln. Aber ich bin mir sicher, das kriegen wir definitiv hin. Definitiv. Also können wir einfach vielleicht reingehen? Du brauchst 7 Orden, bevor du es mit Roy, dem Meister im Umgang mit Drachen-Pokémon, aufnehmen kannst. Danke für den Spoiler-Game. Aber an sich war ja der letzte Orden meist immer Drache. Aber dennoch, ich dachte echt, also die Stadt ist Drache. Klar, die hat auch Drachenstatuen und so. Aber ich dachte jetzt, hier wäre der vierte Orden, ist aber nicht so. Ist jetzt auch nicht schlimm, aber Spoiler, Brudi, trotzdem. Na gut, ich werde auf mein Fahrrad kurz mich aufsteigen wollen tun. Ich schaue mich eben hier nochmal um, wegen irgendwelche TMs, Items etc. pp. Oh, wir haben eine Samtglocke hier erhalten. Auf jeden Fall sick. Hier bekommen wir den Heißbrocken, nachdem wir den Opa zuhören, wer uns voll labert über Wetterattacken. Ah, hier befindet sich dann auf der zweiten Etage oder zweite Ebene noch eine Zuckererdbeere. Zuckerwerk in Form einer Erdbeere gibt man es. Pomekel zum Tragen dreht es sich vor Freude im Kreis. Pomekel. Ich schau mal eben auf meine Box, weil ich habe ja am Wochenende, wie angekündigt, Shiny Hunt Streams gemacht und Pokédex füllen. Und nebenbei habe ich dann auch die ganze Zeit Wonder Trades gemacht. Habe einiges dazu bekommen. Einiges, wie ihr es auch sehen könnt. Und ja, während ich mal nach Homikel suche, möchte ich trotzdem dann so gesehen nochmal die Leute grüßen, die in den Streams dabei waren. Mega viel Liebe kam in dem Stream. Mega viel Liebe. Vielen, vielen Dank dafür wirklich. Vielen, vielen Dank an alle, die dabei waren und das gut fanden und bla 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 und was weiß ich nicht alles. Vielen, vielen Dank dafür. So. Wo ist das Mon? Ich bin mir sicher, ich habe es. Vielleicht erkenne ich es nur nicht wegen den Namen. Das ist Homikel. Hier. Oh, ich bin so gut. So, Item. Das müsste hier sein, oder? Ja. Geben. Fehlt nun die Zuckerbeere. Sehr schön. Dann werde ich das Mon eben auch mal hier
reintun. Das ist nämlich die Box, mit der ich noch was zu tun habe. Vor allem im Stream hier mit den Mons. Ja, das lasse ich jetzt da. Das muss ich dann wahrscheinlich irgendwie ein Level abgeben oder so. Und dann entwickelt sich das. Oder irgendwie sowas wahrscheinlich. Das ist nicht umsonst so ein Secret-Item. Ah, hier befindet sich noch ein Sonderbonbon. Von dem kleinen Kind bekommen wir dann einen Brief. Ein vergilbter Brief. Diesen Brief hast du von einem Mädchen erhalten, um ihn einem Jungen zu übergeben. Aus irgendeinem Grund sieht er schon etwas älter und vergilbt aus. Bitte bring ihn zu Frank in Fair Ballet. Okay, da waren wir noch nicht. Okay, hier ist noch ein Item, eine Schlaubrille. Diese dicke Brille verstärkt Spezialangriff an basierende Attacken. Oh, okay. Ja, ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. So. Ja, wir müssen... Warte mal, können wir da lang? Ich glaube nicht, oder? Nee, da können wir nicht lang. Okay. Gut, dann müssen wir zur Route 6. Die sich wo auch immer befindet. Links von uns. Okay, das heißt, wir müssen wahrscheinlich hier einfach durchdüsen. Oh, de Lyons, de la Lance. Hey, Namimso, wie läuft es so? Wie es aussieht, sammelst du fleißig Orden? Sag mal, weißt du zufällig, was mit Hopp los ist? Als ich ihm gerade begegnet bin, ist er kreidebleich geworden und wollte mir nicht ins Gesicht sehen. Dann hat er sich einfach aus heiterem Himmel entschuldigt, ohne mir zu sagen, für was. Ich dachte mir, du als ein Rivale weißt vielleicht Bescheid. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass der einen Kampf verloren hat. Kann das sein? Wetten, jetzt nicken wir einfach mit dem Kopf. Nicht mal das. Wow, in den früheren Gens haben wir wenigstens mit dem Kopf genickt. Okay. Ein Kampf zu verlieren tut weh, das ist völlig normal. Aber man muss aus seinen Fehlern lernen und neue Stärke aus ihnen ziehen. Ja, das kann ich auch nur als Tipp geben. Wahrscheinlich braucht das eh niemand, aber man gewinnt mehr, beziehungsweise man lernt mehr, wenn man verliert. Vor allem, wenn man richtig hart verliert, als wenn man gewinnt. Ne? Durchs Verlieren lernt man mehr, als wenn man gewinnt. Weil beim Verlieren, wenn man sich das nochmal reinzieht und wirklich neutral analysiert, ohne Salt, sieht man seine Fehler und kann lernen. Wenn du gewinnst, dann siehst du keine Fehler, weil du den Sieg hast. Das ist das. Natürlich wirst du vielleicht, wenn du das neutral analysierst wieder, sehen, hey, das und das könnte ich besser machen. Aber im Großen und Ganzen siehst du, hey, das und das ist zwar ein Fehler, das könnte ich vielleicht da besser machen, aber im Großen und Ganzen funktioniert das und machst das dann beim nächsten Match oder was weiß ich nochmal. Und das ist vielleicht der Fehler, warum du dann vielleicht beim nächsten Match verlierst oder so. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Aber man muss aus seinen Fehlern lernen, naja, okay. Wenn Hopp das gelingt, hat er das Zeug dazu, ein richtig guter Trainer zu werden. Hoppla, ich muss ja los. Wenn ich zu spät zu meinem Meeting mit Rosé komme, kriege ich Ärger von Olivia. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo es lang geht. Aber ja, wo du schon mal hier bist, rate ich dir, bei meinem großen Rivalen Roy vorbeizuschauen. Er wird die letzte Hürde sein, die du im späteren Verlauf der Arena Challenge überwinden musst. Du solltest ihn vor der Schatzkammer treffen, die sich kurz vor Route 6 befindet. Warum geht er da lang? Ich meine, okay, Orientierungssinn ist ja nicht so seine Stärke, aber... Ich glaube, dieses riesengroße Castle, das kann man nicht verfehlen. Hier ist, by the way, noch ein Item. Superschutz, okay. Da ist noch ein Item. Hypertränke, ja, ja. Die snacke ich auf jeden Fall. Und dann geht es hier nur linear weiter raus. Der Typ. Warte, hier am Pokémon Center. Bla bla bla. Okay. Hat gerade das Rad da geleuchtet? Nein, aber hier ist ein Item. X-Angriff mal 2. Dann haben wir hier noch zwei Trainer, die kämpfen. Was sagt sie? Toxe sind cool, oder? Ich himmle sie richtig an. Wenn du eins dabei hast, würdest du es vielleicht gegen mein Togepi tauschen. Nee, nee, noch nicht, noch nicht. Vielleicht erst, hier ist ein Item, by the way, vielleicht aber erst, wenn ich Poxel breede, dann können wir es auf jeden Fall sehr gerne gegen ihr Togepi tauschen, sehr gerne. Ey, du bist doch einer der beiden Trainer, denen De Leon eine Empfehlung geschrieben hat. Und dein Name ist, Moment, warte, ich hab's gleich. Mach ich Foto, tue ich Facebook. Ah ja, Mimsu, genau, das war's. Der Leon scheint großes Potenzial in dir zu sehen. Dann hast du sicher einiges auf dem Kasten, Mann. Aber wenn du gegen mich kämpfen willst, brauchst du erstmal 7 Orden.
Ich will nur zur Schatzkammer. Ah, du bist also gar nicht wegen mir, sondern wegen der Schatzkammer hier. Gute Idee, ein Blick in die Vergangenheit Galars kann nicht schaden, wenn du mehr über Pokémon wissen willst. Mir gefällt, wie eifrig du bist. Komm mir nach. Okay. Ist das eine Backtracking-Folge, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Hier, nimm, das ist meine Ligakarte. Zur Schatzkammer geht es die Treppe rauf. Wow, krass. Kann man ja richtig verfehlen. Also, da muss man ja richtig aufpassen. Da braucht man ja einen Tourguide. By the way, was ein bisschen immersion-breakend ist, ich weiß, das ist jetzt Motzen auf hohem Niveau, aber es sieht alles halt alterlich aus und dann kommt da einfach so eine moderne Couch von, keine Ahnung, Ikea oder so. Weiß jetzt nicht, ob das so die beste Wahl war für den Interior, aber okay, gut. Ist nun mal so, wie es ist. Irgendwelche versteckten Items hier. Ne, vielleicht hier doch, das ist eine TM, ich hab schon gesehen. Charm. Eher so, Okay, vielleicht hier noch irgendwas? Nein, aber wir können hier direkt wieder auf unser Fahrrad drauf. Was ein bisschen komisch ist, aber okay. Gut, dann gehen wir rein. Oh nein, bitte nicht. Ah, da bist du ja. Schau mal, ist das nicht unglaublich? Auf diesen Wandteppichen hier sind Episoden aus der Geschichte Galars abgebildet. Hier sieht man, wie zwei Jünglinge mit ihrem Finger twirlen und dadurch ein Tornado entsteht. 1000 Menschen sind gestorben. Ist das nicht wunderbar? Alles klar. Und hier sieht man das Unheil, was nach dem Twister entstand. Die Leute wollten sie killen, weil ihre Twister so strong sind, dass halt Tornados entstanden sind. Alles klar. Und hier sieht man zwei Menschen, die den Twister erfunden haben und jetzt eine Brofist machen. Und dadurch Feuer entsteht und noch mehr Menschen sterben. Okay. Und hier sehen wir sie heiraten. Dann ist die Welt untergegangen, weil sie einfach sich Händchen gegeben haben und dann war alles tot. Crazy. Crazy. Diese Wandteppiche erzählen, wie das Königreich Funkelar gegründet wurde. Aber sag mal, ist dir beim Betrachten der Bilder auf den Wandteppichen irgendetwas aufgefallen? Ja, es geht darum, um Menschen zu töten, die ganze Zeit. Sieh nämlich an die finstere Nacht. Ja, mich auch. In den Überlieferungen wird der schwarze Wirbel, der den Hebel bedeckt, als Unheil bezeichnet. Diese Wandteppiche zeigen eindeutig die finstere Nacht. Oh, was ich dir wohl für einen Spitznamen gebe, wenn ich nachts mit dir... Oh, Bruder, falscher Film. Es gab nun einen Helden oder gab es zwei? Was steckt hinter dieser finsteren Nacht? Denke vor allem. Danke für deine Aufmerksamkeit. Du hast mir dabei geholfen, meine Gedanken zu ordnen. Ich werde noch ein bisschen hierbleiben, um die Wandteppiche näher zu untersuchen. Hoffentlich kannst du deine Erfolgsserie bei der Arena Challenge fortsetzen. Meine Unterstützung ist dir auf jeden Fall sicher. Baby, hier, nimm das. Bei Beleber. Es ist immerhin, glaube ich, wieder 2000. 2000 Money, 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 Money. Ich glaube, ein Beleber ist 1000 wert, oder? Oder 500 oder so? Egal. Ist auf jeden Fall etwas wert. So. Dann würde ich tatsächlich sagen... Okay. Nevermind. Ich wollte gerade sagen, brechen wir auf zu Route 6. Na? Wie haben dir die Wandteppiche mit den Helden Galars gefallen? Ziemlich geil, oder? Also, so Menschen mit Superkräfte und andere Menschen sterben. Ah, ich weiß nicht, ob ich das so cool finde, Bruder. Ich weiß ja nicht, aber... Okay, jeder hat so seine Meinung. Heute gibt es in Galar zwar keine Helden mehr, aber De Leon kommt dem Ganzen als Champ vielleicht noch am nächsten. Wo wir gerade von ihm reden. Mimsu, wenn du wirklich vorhast, den Superstar De Leon zu schlagen, liegt noch einiges an Arbeit vor dir. Folge daher als nächstes Route 6 nach Passback und trainiere unterwegs, was das Zeug hält. Werde ich auf jeden Fall, Roy, danke. Roy it in, man. So, was willst du? Oh,
Ein Arena-Challenger. Du willst bestimmt nach Passbeck, oder? Woher ich das weiß, na, weil Route 6 nach Passbeck führt. Wow. Wow. Okay. Was will der? Nur bestimmte Pokémon können Kombi-Attacken erlernen. Möchtest du, dass ich einem deiner Pokémon eine solche beibringe? Kombi-Attacken? Was? Bash? Auswählen? Welche Attacke soll vergessen werden? Komm, nehmen wir mal Ruckzuckieb weg. Die Attacke wird eh mega schwach sein mittlerweile. Was will er uns beibringen? Feuersäulen? Der Schlüssel zum Erfolg mit Kombi-Attacken liegt darin, ihre verschiedenen Typen gekonnt miteinander zu kombinieren. Okay. Was zur Hölle ist Feuersäulen? Ups. Feuersäulen speziell. 80 Damage. Ein Angriff mit Feuersäulen. Mit Pflanzensäulen kombiniert steigt die Wirkung und die Umgebung wird zu einem Meer aus Feuer. What? Alles klar, macht aber schon Base 80 einfach. Holy shit. Sind wir speziell? Ich glaube, wir sind sogar speziell, oder? Ja, wir sind sogar speziell, obwohl unser physischer Angriff richtig hoch ist. Also unser Wesen ist halt hart Trash, ne? An sich sind wir ein Speedmon, ein physisches Speedmon und unser Speed wird denied. Und unser Angriff geht hoch und wir sind einfach auf speziell vom Wesen her. Ja gut, und wir haben halt noch die Holzkohle, das heißt unsere Feuertacken machen nochmal mehr Schaden. Ja, okay, krass. Warte mal. Ich wollte an sich in der Naturzone ja eh Kalmalm Siedewasser beibringen. Das muss ich irgendwann machen, wenn ich ehrlich bin. Ich würde aber... Ah, fuck, Kalmalm kann nichts lernen. Ich wollte gerade dann sagen, dann würde ich Kalmalm eine Kombi-Attacke beibringen, die 100-mal besser ist als Aquaknarre, aber... Können wir nicht lernen. Begib dich nach Passbeck. Okay. So, dann sind wir auf Route 106. Und Team Yell ist wieder da. Was für ein süßes Salamander, Mann. Sieh dir nur seine niedlichen, müden Äuglein an. Ey, wir sind deine größten Fans, Salamander. Du kannst dich auf uns verlassen. Wir sorgen dafür, dass du hier fein Haier machen kannst. Hilf dich hier mal eben durch. Ich bin auch ganz leise, damit eure Pokémon nicht aufwacht. Ja, aber bitte doch, bitte sehr. Nett sind sie, ja, nett sind sie. Respekt haben sie immerhin. Hey, Mimsu, komm, lass uns zusammen nach Passbeck gehen. Tagchen, ihr gehört zu Team Yell. Bruder muss los. Tag, ihr gehört zu Team Yell, stimmt's? Wir müssten hier auch mal kurz durch. Nix da, ihr seid Kinder und Kinder sind bekannt dafür, dass sie immer und überall Lärm machen. Außerdem habt ihr die Challenge-Spender, das heißt, ihr seid Arena-Challenger. Tja, Pech gehabt, Arena-Challenger, lassen wir erst recht nicht durch. Ihr weckt mit euren Getrampel am Ende noch unser armes, kleines Salamander auf. Dein Buddy ist der Einzige, der trampelt, aber okay. Ah, na toll. Die nächste Etappe der Arena-Challenge ist in Passbeck, das heißt, wir müssen hier unbedingt durch, Mimsu. Da hilft nur warten. Aber irgendetwas müssen wir doch tun. Da hilft nur warten, weil ich diese Folge jetzt hier cutten wollte. So, hopp. Wir werden dann in der nächsten Folge gegen Team Yell wieder kämpfen und sie hart wegklatschen, damit wir durch können. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch, das supports Keimau, Leute. Und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, ich bin raus. Peace.